In diesen Vorgärten in Bremen-Nord und im Bremer Speckgürtel in Niedersachsen wächst nichts mehr. Für manche sind es Gärten des Grauens, für andere ein pflegeleichter und ordentlicher Vorgarten. Ich treffe mich mit Bernd Quellmalz vom BUND Bremen. Herr Quellmalz, Sie sind ungefähr das einzig Grüne hier mit Ihrer Jacke in diesem ganzen Schotter. Das ist ein Schottergarten, aber können Sie mir erklären, was genau ist denn ein Schottergarten? Also ein Schottergarten besteht meistens aus so einem Material, scharfkantigen Steinen, die zerbrochen sind. Manchmal wird auch Kies genommen. Aber das Wesentliche ist halt eben, dass halt unten oder drunter der Boden ausgekoffert wird und auch mit einer Deckschicht, also mit einem Vlies oder mit einer Plane oder sogar mit Beton ausgegossen wird. Sodass halt eben da unten zum Boden hin keine Berührung mehr da ist. Dadurch entsteht eine versiegelte Fläche, auf der einerseits nichts mehr wachsen kann und die andererseits auch keinen Lebensraum für Tiere bietet. Rasenmähen oder Blumengießen fällt bei diesen Gärten zwar weg, aber ganz ohne Pflege geht es auch nicht. Blätter und Staub sammeln sich zwischen dem Schotter und die Steine setzen Moos an. Unsere große Befürchtung als BUND ist halt eben, dass dann nicht nur Laubbläser und Laubsauger dann zum Einsatz kommen, sondern halt eben auch Hochdruckstrahler und auch eventuell sogar Gifte. Normalerweise reinigt der Boden absickerndes Regenwasser, sodass keine dieser Gifte in das Grundwasser gelangen. Durch die Versiegelung der Flächen bei Schottergärten kann das Regenwasser nicht mehr ins Grundwasser ablaufen und gelangt so ungereinigt und oberflächig, also zum Beispiel über Gullis, in die Kanalisation und dann weiter in unsere Flüsse. Ein bundesweites Verbot von Schottergärten gibt es derzeit nicht. Für die Stadt Bremen gilt aber seit Mai 2019 ein Begrünungsortsgesetz. Bedeutet, dass freie Flächen, die beispielsweise keine Auffahrten sind, begrünt werden müssen. Schottergärten, die es vor Mai 2019 schon gab, dürfen aber bleiben. Doch wer kontrolliert das? Naja, die Kontrolle läuft eigentlich in erster Linie darüber, dass viele Bremerinnen und Bremer sehr sensibel darauf reagieren, wenn jemand so einen Schottergarten anlegt. Und das meistens dann entweder direkt bei uns, bei der Bauordnung oder im Umweltbereich melden, sich an den Polizisten vor Ort wenden oder beispielsweise auch an das Ortsamt. Das heißt, das kriegen wir dann auch relativ schnell mit und können entsprechend einschreiten. Und dann wäre erstens ein Bußgeld im dreistelligen Bereich fällig und ein wahrscheinlich noch teurerer Rückbau des Schottergartens. Das Begrünungsortsgesetz gilt nur für die Stadt Bremen. In Bremerhaven gibt es ein solches Gesetz nicht. In der niedersächsischen Bauordnung steht in § 9 Absatz 2: Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Ich versuche, mit den Gartenbesitzern zu sprechen. Doch niemand macht mir die Tür auf. Und obwohl es bei ihnen vor dem Haus grau ist, hinter ihren Häusern ist meist ein großer Garten mit Rasen und Pflanzen. Vielleicht geht es bei ihren Schottergärten also wirklich nur um die Optik? Als kleinen Anreiz für einen grüneren Vorgarten habe ich mir etwas ausgedacht. Ich habe den jetzt einen kleinen Zettel geschrieben und Blumensamen mit in den Briefkasten geworfen. Also auf dem Zettel stand so drauf, so ja, dass wir eine Reportage machen und von RTL Nord sind und ja, wenn Sie möchten und sich umentscheiden, das ich natürlich nicht wissen kann, aber dann haben Sie jetzt bienenfreundliche Samen für den Vorgarten für nächsten Sommer. Vor den Nachbarn gut dastehen und einen ordentlichen Vorgarten haben. Das denkt auch Bernd Quellmalz, sind die Gründe, die bei den Menschen für einen Schottergarten sprechen. Doch ein ordentlicher und gepflegter Vorgarten geht auch ganz ohne Schotter. Zumindest mit dem Pflegeaufwand eines Schottergartens kann man auch einen Garten mit Stauden und mit Gehölzen und auch mit Wildblumen auch anlegen. Oder man behält die Steine und entfernt das darunter. Man muss den Schottergarten nicht komplett wieder zurückbauen. Es reicht aus, das Material vor Ort zu lassen, aber man muss auf jeden Fall dieses Vlies und alles, was unten drunter gebaut ist, das muss raus. Und man muss halt eben mit dem Schotter auf jeden Fall Erdsubstrat, Sand mit reinbringen, um dann halt eben auch Pflanzen pflanzen zu können. Um so einen pflegeleichten Lebensraum für Vögel, Insekten und andere Kleintiere zu schaffen.
Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.